Siebtes Benefiz-Fußballturnier in der Träumbrezener Stadthalle. Motto in diesem Jahr Bundesvision Fußball Contest. Angelehnt an Stefan Raabs Musikwettbewerb gab es eine Spaßmannschaft pro Bundesland. Die Bundesländer sollten repräsentiert werden, ist bei manchen sicherlich ein bisschen einfacher, bei manchen etwas schwieriger. Wenn ich so an Hamburg denke, Berlin ist sicherlich oder Bayern ein bisschen einfacher als vielleicht Hessen oder Rheinland-Pfalz. Aber ansonsten, ich fand, haben alle Mannschaften toll gemacht, haben sich einfallen lassen, war typisch zu dem Bundesland. Zum Saarland wurde keine passende Verkleidung gefunden, stattdessen Mallorca zum 16. Bundesland erklärt. Spielzeit ist 10 Minuten, wir haben ja 16 Mannschaften, das teilt sich dann auf in der Vorrunde in 4 Gruppen und danach wird dann live in der das achte Finale los in der Halle und ab da ist das K.O.-System und wer dann verliert, scheidet aus. Entstanden ist die Idee aus einer Bierlaune heraus. Ein Spaßturnier mit Benefizcharakter, das sich in der Region etabliert hat. Veranstalter ist der SV Traktor Schlalach. Gunnar Leistner, ehemaliges Vereinsmitglied, ist Initiator des Turniers. Soll sich hier keiner verletzen. Klar, der Ehrgeiz ist hier weg, keiner will verlieren. Aber ansonsten ist wirklich, wir wollen auch Grätschen abpfeifen, alles. Soll alles im Rahmen bleiben. Das ist ein großes Klassentreffen von ehemaligen Fußballern und aktuellen Fußballern aus der ganzen Region. Die Idee kam damals auch von Gunnar, weil seine Kinder damals in die Spielkiste gingen und da auch chronische Geldknappheit war. Und er sagte einfach, wir müssen da ein bisschen was machen, wir machen mal so ein Turnier zu einem guten Zweck. Und so entstand die Sache. Die Spieler gingen sportlich und zugleich gelassen in das Turnier. Wir waren auch in den letzten 2 Jahren schon da und wir haben immer viel Freude und wir freuen uns ja auch, wenn wir so ein bisschen unterstützen können hier. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein weiter Weg aus Berlin, aber wenn man das sieht, wie sich die anderen Mannschaften so viel Mühe geben für die Kostüme und alles, ist auf jeden Fall das Spiel wert, hier hinzukommen. Spaß am Fußball und ja, Bier. Ja. Das ist jetzt unser erstes Turnier so in der Mannschaft und wir hoffen, dass wir dann in den nächsten paar Spielen noch dabei sind, ein paar Turniere. Man kann hier mit jedem Team einfach mal gemütlich ein Bierchen trinken und merkt dann auch, oh Mensch, jetzt müssen wir doch mal gegen die antreten. Na, dann spielt man halt einen gemütlichen Kick, ohne Rivalität, ohne böse Fouls. Als Hauptsponsor sorgte diesmal die Träumbrietzner Zahnarztpraxis Thomas Peiska für Pokale und Medaillen. So hieß es am 16. Januar, kicken für einen guten Zweck. In diesem Jahr ging der Erlös an den Freibadverein Träumbrietzen. Er übernahm das Catering. Jeder Euro, der hier für Essen und Getränke ausgegeben wurde, floss in die Vereinskasse. Wir sind jetzt dabei, gerade die Damentoiletten zu sanieren. Da fällt sehr viel Geld, wird dafür benötigt. Und weiterhin nach wie vor arbeiten wir intensiv am Sprungturm, um einen Sprungturm nochmal zu installieren, neu. Mal schauen, wie das wird mit der Wassertiefe, da sind wir noch am Überlegen, wahrscheinlich müssen wir am Becken noch was ändern, also es kommt sehr, sehr viel Geld, muss in die Hand genommen werden. Gewonnen hat Nordrhein-Westfalen, Mallorca wurde Zweiter und Platz 3 ging an Sachsen-Anhalt. Insgesamt 2500 Euro kamen zusammen und nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Man kann nicht aufhören, solange wieder so ein Erfolg ist, muss man weitermachen, im nächsten Jahr geht es dann Richtung Südamerika, die Südamerika-Meisterschaft und im Jahr darauf ist ja auch die nächste WM wieder dran und wir blicken schon in die Folgejahre. Es geht weiter.